Guten Morgen, Leute. Es ist ein neuer Tag und heute geht's zur Schule. Guten Morgen. Ich muss auf jeden Fall meinen Rucksack mitnehmen. Du natürlich auch. Hab ich dabei. Hausaufgaben sind gemacht. Ja, und Epic, ich würde sagen, wir gehen direkt runter. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, meine Lieben. Habt ihr gut geschlafen? Sehr gut, aber wir müssen auch gleich los. Ich habe euch ein paar Kleinigkeiten vorbereitet. Nehmt euch gerne was zum Lunch mit. Cool, ja gerne, danke schön. Ich würde sagen, wir gucken mal ganz kurz. Oh, warte, was? Warum kann ich hier... Ach, jetzt. Ich nehme ein Käsebrot mit. Hast du diese Energy Drinks mitgenommen? Ja, nimm alle mit. Echt jetzt? Guck mal, bitte auch rein. Eigentlich dürfen wir die nicht trinken. Warte, nein. Die... Das sieht sie. Wir machen die wieder rein. Ja. Ja. Sind drin. So. Ich wünsche euch einen wundervollen Schultag. Kommt da bitte direkt heim. Machen wir. Okay, ja. Ich habe mir auf jeden Fall ein Käsebrot mitgenommen. Und einen super Energy Drink. Trinkst du den? Du bist unsichtbar? Wie viele hast du mitgenommen? Du hast alle mitgenommen, ne? Ja, ich habe noch 3 Stück. Ach du Jemine. Ach du. Ich bin unsichtbar, ich will gar nicht unsichtbar sein. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Direkt. Wie lange hält es? Ach du bist stark. Hör auf damit. Schon 3 Minuten? Okay, dann müssen wir auf jeden Fall jetzt 3 Minuten lang noch irgendwie in die Schule laufen. Sag mal, ich glaube, die sind eigentlich nichts für uns, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube auch nicht. Nee, eigentlich nicht. Okay, Leute, wir laufen mal zur Schule. Epic, ich sehe einfach nur so ein paar Partikel bei dir. Oh, hör auf, mich zu schlagen. Entschuldigung. Das, weißt du... Du ziehst mir die Hälfte meiner ganzen Herzen auf. Nein. Der ist richtig heftig. Ja, okay, ich probiere den später auch mal, ja? Ja. Und da vorne ist die Schule. Epic, wenn da einer mitbekommen sollte von den Lehrern, dass du einen Energy Drink genommen hast, dann sagten die das bestimmt unserer Mom. Ja, das stimmt. Da kriegen wir richtig Ärger. Da bekommen wir wirklich Ärger. Eigentlich sind die nichts für uns. Okay, wir sind gleich da. Ich glaube, unsere erste Stunde sollte... Mathe sein, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und hier ist der Eingang der Schule. Guten Tag. Sieht man dich wieder? Ich würde sagen... Wo, hi! Guten Tag. Okay, dann... Nee, ich trinke noch keinen. Ich warte noch ein bisschen, okay? Ja. Es geht erstmal rein, wir gehen in die Klasse und dann vielleicht in der Pause mal oder so, ja? Guten Morgen! Hallo! Und es sind schon alle da. Hey! Oh, mal wieder die Letzten, aber dennoch pünktlich. Nun gut, ja. Upsala. Ich bin bereit. Wir fangen heute mit Mathe an. Eure Schulbücher liegen schon auf den Tischen. Bitte schlagt Seite 17 auf. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt ein bisschen Mathe-Epic. Und in der Pause probiere ich den Energy-Drink, okay? Ja, gute Idee. Aber jetzt wird erstmal gelernt. Und Epic, die Pause. Ich wollte gerade sagen. Wir haben Pause, endlich. Du hast schon so viel geschrieben, wir haben Pause. So, erste Pause. Bitte seid pünktlich wieder zurück. Danach machen wir eine Gruppenarbeit. Oh nein. Oh, nee. Na gut, Epic, dann würde ich sagen, ich gehe mir jetzt nochmal was bei der Cafeteria zum Trinken kaufen, weil ich würde doch ungern den Energy Drink als einziges zu meinem Sandwich essen. Und dann bin ich gespannt, Gruppenarbeit. Ich mag keine Gruppenarbeit. Dann werden wir immer eingeteilt. Am Ende hat man dann irgendwelche, die gar nichts machen. Warum ist hier so eine lange Schlange? Oh nee, du musst dich anstellen. Hey, oh hey, Epic und Katja, wollt ihr auch was kaufen? Ich habe was zu trinken, so ein Wasser oder sowas, aber... Jetzt ist hier voll die Schlange. Weißt du, wie lange die brauchen, bis sie hier alle fertig haben? Ja, hier ist ganz schön was los. Ja, das stimmt. Ich kann euch was mitbringen, wenn ihr wollt. Ja, zweimal Wasser, oder? Zweimal Wasser? Ja, zweimal Wasser wäre super. Setzt euch einfach zu Noah. Zu Noah? Das ist der mit dem Axolotlhut. Er sitzt immer auf den Tischen. Ah, okay, dann, Dankeschön. Okay, dann würde ich sagen, wir danken Lou später. Ja. Und Noah ist er da hier. Vorne. Er sitzt auf dem Tisch tatsächlich. Normalerweise machen wir nie was mit Noah Epic. Mm-mm. Der ist immer so ein bisschen... Der ist komisch ein bisschen. Ja, so ein bisschen komisch. Der ist so ein bisschen fies manchmal. Ich glaube, der hat auch schon ganz fiese Dinge getan. Aber gut, wir warten mal. Hi, Noah, wie geht's dir? Kann ich euch helfen? Lou meinte, wir sollen hierher kommen. Anscheinend esst ihr immer zusammen oder sowas? Ich weiß nicht. Sie bringt uns was zu trinken mit. Lou hat euch was angeboten. Aha, so. Ja, deswegen warten wir jetzt hier und sie sollte bestimmt gleich kommen und dann
essen wir unser Sandwich schon woanders. Und stellt euch mal vor, wir kennen uns ja gar nicht. Ja, du kannst gerne anfangen. Ich bin Epic, hallo. Hallo, ich bin Katja, wir wohnen hier hinten. Wir hatten bestimmt auch mal Unterricht zusammen, glaube ich. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht so viel über uns zu erzählen, meine ich. Nee, eigentlich nicht. Interessant, interessant. Schaut mal, da hast du wieder. Oh, tatsächlich, sogar mit dem Trinken. Ich hab Wasser bekommen, bitte sehr. Guck mal, bitteschön. Genau, dann können wir ja auch gehen. Und versteht ihr euch gut? Ja. Eigentlich ganz gut, oder? Was sagst du? Oh, er fragt, habt ihr Lust, was zu spielen? Eigentlich wollten wir was essen, aber wir können auch gerne was spielen. Ich weiß nicht, was habt ihr Lust zu spielen? Macht ihr irgendwas immer? Ja, lass uns, wenn ich du wäre, spielen, bitte. Kann ich anfangen? Ja. Ja, okay. Haben wir jetzt eigentlich noch nie gespielt, Epic, muss ich sagen. Aber gut, okay. Das heißt, Lou fragt wahrscheinlich dann oder sagt irgendjemanden, wenn ich du wäre. Und dann muss derjenige das machen. Ja, gut, fang an. Wenn ich du wäre, Noah, dann würde ich den Apfel von Frau Meino klauen. Oh nein, was ist denn da los? Du musst den Apfel klauen, aber das machst du doch nicht, oder? Nichts Schwierigeres, klar mache ich das. Das heißt, er geht jetzt hoch und klaut den Apfel. Ich glaube schon. Und er geht tatsächlich los, ich weiß nicht. Sollte man das machen? Nein, das soll man auf keinen Fall machen. Boah. Wenn er erwischt wird, dann kriegt er richtig viel Ärger. Oh, Lou sagt auch, denkt ihr, der traut sich das wirklich? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, ob Frau Meino noch im Klassenzimmer ist. Wenn sie da ist, dann wäre es schon echt krass, muss ich sagen. Also, oh, da ist er einfach. Oh, er ist wirklich im Klassenzimmer. Hat ich weiß geschafft? Auch, ich weiß nicht. Ich weiß auch, wo der Apfel liegt sogar. Ich, stimmt. Oh. Das wäre ja so krass. Kommt er wieder? Er kommt aus dem Fenster wieder? Was macht was er da? Da los? Oh, er hat es geschafft. Mal sehen, es bleibt spannend. Er hat es wirklich gemacht. Er ist doch verrückt. Du hast wirklich den Apfel. Ich will den nicht haben. Hier, du kannst ihn wieder haben. Weiter geht es. Du bist dran, Noah. Okay, Noah, du musst jetzt, wenn ich du wäre, sagen, du kannst irgendjemanden hier nehmen. Aber nichts zu Fieses. Wenn ich du wäre, Epic und Katja, dann würde ich für den Rest des Tages die Schule schwänzen. Nee, aber das ist doch, das ist aber, nein, das können wir wirklich nicht machen. Das können wir wirklich nicht machen. Wir können nicht einfach jetzt die Schule schwänzen. Mm-mm. Wirklich nicht. Was? Epic, warte mal. Das gehört zum Spiel. Ihr müsst es machen. Okay, aber den ganzen Schultag. Also wir sollen einfach jetzt weggehen, ja? Und was ist, wenn wir erwischt werden? Okay, Pech. Okay. Ja gut, dann machen wir das, würde ich sagen. Okay, Epic, vielleicht sollten wir ein bisschen weiter weggehen. Ja, ist ein bisschen fies. Wir müssen uns auf jeden Fall nochmal bereden. Wir können doch nicht den restlichen Tag die Schule schwänzen. Wir hatten gerade mal die ersten 2 Stunden, hä? Okay, also ich muss sagen, mit der Entscheidung fühle ich mich wirklich nicht wohl. Aber irgendwie habe ich auch Angst, dass wenn die sehen, dass wir das nicht machen, dass wir dann irgendwie als doof rüberkommen oder sowas. Ja, das kann sein. Hä, aber warum machen die denn sowas Uncooles? Ich weiß es nicht. Okay, Epic, ich weiß nicht. Wenn wir jetzt wieder reingehen, sind wir abgeschrieben. Als diejenigen, die gar nichts machen, aber man sollte eigentlich nicht... Wir haben noch nie in unserem ganzen Leben geschwänzt. Ich habe doch nie einen Unterricht verpasst. Was ist, wenn wir erwischt werden? Oh, Epic, mein Schulrucksack ist noch oben. Und meine auch. Und wie machen wir das jetzt? Die machen sich bestimmt Sorgen. Ja, na, unser Schulrucksack? Nein, die Lehrer. Ja, das kann sein. Also die Stunde hat immer noch nicht begonnen. Wir müssen unbedingt unseren Schulrucksack bekommen. Ja. Okay, wir können ja mal schauen. Ich weiß auch nicht, wenn Frau Meino noch oben ist, dann können wir auch nicht unseren Rucksack einfach nehmen. Also ja, das stimmt. Geht ja auch nicht. Ich muss mal ganz kurz schauen. Frau Meino ist unten. Da die steht da vor der Schule. Was ist da los? Können wir durch irgendein Fenster rein? Ich glaube schon. Ah, oh, wir können uns sogar unsichtbar machen, theoretisch. Ich könnte jetzt den Energy... Oh nein, dann gehe ich heute Schule schwänzen und einen Energy trinken. Oh, Gatta! Oh nein! Ich mach das! Ich dich auch! Oh, wir sind unsichtbar! Okay, Epic, warte mal. Passen wir hier durch ein Fenster? Niemals! Nee. Lol, ich kann richtig hochspringen. Oh ja, what? Warte mal, können wir vielleicht eins höher? Ah, stimmt. Warte mal, ich bin hier oben, guck mal, wir können hier ich oben aufs Weichen. Ich sehe dich nicht. Ah, warte, da lang, ne? Ja. Siehst du, wo ich laufe? Ja, nee. Hier, guck mal, hier laufe ich. Ich sehe dich nicht. Oh, meine Blubberblasen. Ah, da bist du. Ich bin jetzt da hinten. Wir müssen ja, da rüber. Ah, so. Okay, dann geht's hier rüber. Okay,
Und hier geht's in die Schule? Ich weiß nicht. Hier die Fenster? Wir können hier die Fenster nicht aufmachen. Wir können die Fenster kaputt machen. Hier. Warte. Warte. Ich bin durch. Ah, tatsächlich. Bist du durch? Sehr gut. Okay, warte. Nein, ich bin noch nicht durch. Mach mal wieder das Fenster hin. Ja. Sieht uns hier irgendjemand? Wir müssen ja auch die Tür aufmachen. Ich stehe hier einfach. Okay, ich bin gerade bei der Treppe. Oh. Ja, ich bin ja auch bei der Treppe. Das ist unser Klassenzimmer. Wenn da irgendjemand drin ist, dann haben wir ein ganz großes Problem. Das stimmt. Also ein richtiges Problem. Oh nein, das hält ja auch ein bisschen an. Ich hoffe mal ganz kurz unten, ob ich Frau Meino sehe. Warte. Nicht, dass sie gerade hochkommt. Ja. Oh, ich sehe dich. Oh nein, ich will die Tür nicht auf... Puhu! Oh, steht sie? Steht sie da? Sieht sie uns? Nee, ja. Ich weiß nicht, nee, uns sieht sie nicht, aber sie steht genau dort. Ja, sie hat bestimmt geschaut, weil die Tür aufgegangen ist. Hab wieder zugemacht. Okay, ja, dann würde ich sagen, wir gucken mal rein. Oh nein, aber sie müsste eigentlich auch mal weglaufen hier. Die sieht es doch, dass wir hier irgendwas dann machen. Ja, wir müssen uns aber beeilen, da wir gleich nicht mehr unsichtbar sind. Und wir haben gleich wieder Unterricht. Stimmt. Sollen wir einfach die Tür aufmachen? Ja. Okay, dann würde ich sagen, auf die Plätze. Hinterfragt sie irgendwas? Nein. Nee, alles gut. Epic. Lilly ist drin und sie guckt auf jeden Fall. Denkst du, sie sieht die Partikel? Oh, sie schaut mich an. Ich weiß es nicht. Wir haben ja auch die Tür aufgemacht. Ja. Geister sind hier. Geister. Ich nehme ganz kurz meinen Rucksack mit insgesamt. Ich nehme auch mal ganz kurz meinen Rucksack mit. Oh Gott. Ich habe ja sogar meinen Rucksack in der Hand gehabt. Nicht, dass sie hier irgendwas gesehen hat. Okay, wir sollten schleunigst raus. Wollen wir wieder dann übers Fenster gehen? Ja, das ist die beste... Oh. Ah, hi, Lilly. Hallo. Geht ihr? Ja. Ja. Uns geht's nicht gut. Ja, genau. Ganz schlimme Bauchschmerzen. Ja. Wir haben doch noch Schule, hä? Ja, aua. Aua, Bauchi. Oh, okay, dann sag ich Frau Meino Bescheid. Nein, nichts sagen. Nee, das ist alles gar nichts. Alles gut, wir gehen nur, okay? Nicht? Ihr verhaltet euch echt komisch. Sag bitte einfach nichts, okay? Versprochen? Okay, ja. Okay, Epic. Wir müssen hier einfach raus. Oh, vielleicht können wir hier durchs Fenster, dass uns dann keiner sieht. Ja, passen wir da durch. Ja, hier passen wir auf jeden Fall durch. Okay, hier darf uns auch keiner sehen. Oh, okay, das passt. Dann schwänzen wir heute Schule. Ich fühle mich absolut unwohl damit. Ich fühle mich auch nicht gut. Aber wir können ja auch nicht nach Hause gehen. Mm-mm, unsere stimmt. Mutter wartet da. Was müssen wir jetzt machen die ganze Zeit? Ja, hier warten. Oh nein. Hä? Verstecken. Es macht ja nicht immer Spaß. Ich verstecke mich hier unter der Tribüne. Ja, toll. Jetzt hier warten wir hier. Ja, super. Das macht ja richtig Spaß. Bestimmt geht auch gleich die Schule wieder los. Oh nee. Schulschwänzen ist richtig blöd. Das ist richtig. Oh ja, ich höre es bimmeln. Oh nein. Oh, jetzt sind wir auch nicht da. Wir sind alleine jetzt hier draußen. Ja. Oh, hoffentlich sieht uns keiner. Und mir ist so langweilig. Mir ist auch richtig langweilig. Kann es sein, dass wir jetzt hier fast den ganzen Tag schon liegen? Ich glaube schon, tatsächlich. Wie vor haben wir eigentlich? Ich bin nicht ganz sicher. Ist es schon... Geht die Sonne schon so langsam unter? Geht die Sonne unter? Die geht unter, kommt vielleicht einen Abend. Dann ist Zeit zu gehen. Ich glaube schon. Das heißt, das war jetzt... Ich habe deinen Rucksack. Das war jetzt unser Schultag. Wir lagen die ganze Zeit da rum. Ah, Gott sei Dank hat uns keiner gesehen. Ja, das stimmt. Also stell dir mal vor, irgendwie der Sportlehrer wäre da hingegangen oder sowas. Oder irgendwie gab es ein Spiel oder was weiß ich, vielleicht der Putzdienst, irgendwer. Oh, ich hoffe wirklich, dass unsere Lehrerin da nicht irgendwas gemerkt hat. Und hoffentlich hat auch Lilly nichts gesagt oder so. Vielleicht haben die uns wirklich einfach geglaubt, dass wir krank waren oder ja, sowas. Ja, hoffentlich. Ich weiß nicht sogar. Oh. Was macht unsere Lehrerin hier? Gar nicht gut. Was machen wir jetzt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Nicht nach Hause gehen ist keine Option. Unsere Lehrerin ist einfach zu Hause bei uns. Die hat's gemerkt. Auf die wollte Fall. Nachfragen. Ja, wir sind. Und jetzt? Wir müssen reingehen, Katja. Ja, aber wir können doch nicht einfach... Wir kriegen super viel Ärger. Sehen die uns schon? Oh. Ich weiß nicht. Warte mal, wir können es so machen. Wir können noch eine Sache versuchen wir noch.
Lass uns nach oben bauen. Zu uns. Ja, gute Idee, gute Idee. Wir tun einfach so, als würden wir aus unseren Zimmern kommen und wir hätten den ganzen Tag da krank gelegen. Vielleicht glauben die uns das ja und dann kommen wir wirklich unversehrt raus. Das stimmt. Oder wir bekommen richtig Ärger. Ja, wir gucken mal. Ich nehme mal ein bisschen Erde hier mit und es wird richtig dunkel. Oh nein. Okay, wir bauen uns einfach mal hoch und dann geht's ab in unser Zimmer und dann tun wir einfach so... Was ist denn hier los? So, weißt du? Die Idee. Okay, warte. So, hier geht's dann rein. Ich habe das Fenster. Okay, wie machen wir das? Bist du bereit? Ich bin bereit. Hey, was ist denn hier los? Oh, hallo. Hey, woher kommt ihr von oben? Uns ging's den ganzen Tag nicht gut, muss richtig ich sagen. Schlecht ging's uns. Richtig, richtig schlecht. Krank? Lügt ihr mich hier an? Ich war vor einer Stunde oben und habe bei euch aufgeräumt. Ja, wir waren vielleicht nicht krank. Nein, wir waren nicht krank. Oh Mann, wir haben... Ja, ihr wisst doch, warum lügt sie mich an? Ja, weil wir heute gezwungen wurden. Ja. Wir haben, wenn ich du wäre, gespielt und vielleicht kam dann, wenn ich du wäre, würde ich die Schule schwänzen. Ja. Ja, wir haben es zugegeben, okay? Was spielt ihr denn für komische Spiele? Das ist nicht gut. Oh, es tut uns leid. Bitte seid nicht sauer. Bitte bekommen wir keine Strafe, keinen Schulverweis oder irgendwas. Bitte nicht. Bitte, bitte, bitte nicht. Bitte, ja? Ich finde euer Verhalten echt nicht gut. Das macht ihr doch normalerweise nicht. Ja, wir wollten... Ach man, sonst wären wir das doof gewesen. Wir gar nicht. Wir wollten es wirklich nicht. Warum spielt ihr so komische Sachen? Lasst euch doch nicht von anderen beeinflussen. Ja, weil... Ich weiß auch nicht. Das war irgendwie doof von uns, oder? Ja, es hat sich auch nicht gut angefühlt, das muss ich sagen. Es kommt nicht wieder vor. Es kommt wirklich nicht wieder vor. Versteht ihr das? Ja, wir verstehen es schon. Also es war auch nicht gut. Wir haben uns nicht dabei gut gefühlt. Wir haben es nicht freiwillig gemacht und dachten, heute gehen wir mal Schule schwänzen. So. Ich muss euch leider eine kleine Strafe geben. Morgen wird der Schulhof von euch gereinigt. Oh, nee. Ja, wir haben es verdient. Ja, das okay. Stimmt. Ja, machen wir. Es tut uns wirklich leid. Es kommt wirklich, wirklich nicht mehr vor. Bitte bleibt einfach so, wie ihr seid. Ja. Oh nein, Epic, dass sie sogar noch nach Hause zu uns kam. Das stimmt. Wir gehen mal lieber wieder auf unsere Zimmer. Es tut uns wirklich, wirklich leid. Und Epic, wir dürfen sowas nicht mehr spielen. Nein, auf keinen Fall. Wir können froh sein. Ganz gut. Also, nee, wir können wirklich froh sein, dass wir keine härtere Strafe bekommen haben. Wirklich. Ja, schau mal, was ich hier versteckt drin habe. Oh nein. Du bist fies. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.